Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Nein. So, nach dieser Folge, sprich morgen die Folge, werden wir den Blutmond überleben natürlich. Und wir werden uns heute noch ein bisschen darauf vorbereiten, würde ich sagen. Munition hast du ja schon großflächig gemacht, ne? Na, ich muss zum Händler. Ja, ich muss auch zum Händler. Munition läuft auch noch gut hier. Ich muss auch zum Händler. Warte mal, dann können wir doch das Auto einmal vollschmeißen mit Kacke, die wir sowieso nicht brauchen. Mhm. Ich meine natürlich mit absolut nützlichen Utensilien, sowie 6 Taschenlampen. Sind die überhaupt was wert? Ja, 40. Was können wir denn noch definitiv verkaufen? Da haben wir nur 2, aber der kann weg. Wir bräuchten ja immer noch mal so ein bisschen Reserve, falls wir hops gehen für unterwegs, ne? Mhm. Kein Verkaufspreis. Mhm. Kann die eigentlich weg? Hammer haben wir mehr als genug. Du bist Hammer. Danke. Nicht du. Doch, ich auch. Bitte sag sowas nicht, Jasmin. Ich habe Gefühle. Du nicht. Doch. Neulich erst hatte ich Hunger. Hunger ist auch ein Gefühl, ein Bauchgefühl. Bin mal gespannt, ob der alte Geizkragen überhaupt so viele Taschenlampen haben will. Wir haben ja doch ein paar, ne? Stimmt nicht. Bestimmt nicht. So, dann packe ich erstmal die ganzen Sachen weg hier. Falsch, da rein. Ja, ich muss hier auch einmal ein bisschen Platz kurz machen. Nicht, dass ich noch den falschen Blei Kram und so brauchen wir. Hä, wieso habe ich denn hier einen Motor drinnen noch? Wo war's denn? Wo war's denn? Hier. Was ist denn hier alles drinnen? Hä? So, Getränke habe ich hier noch. Hier noch? Genug und Essen habe ich auch. Ich habe jetzt... Oh, die werden Gläser kommen einmal weg. Fassolien. Kaffee habe ich. Den habe ich. Dit habe ich. Dit habe ich. Ditte. Ditte. Mhm. Ditte. Mhm. Ditte. Mhm. Achso, hier, die Metallstangen kann ich nochmal weg. Packen, da habe ich zu viele von. Wegpacken. Wegpacken. So im Rucksack. Wegpacker. Ich pack das Eisen einmal kurz hier rein, ich pack das nachher weg. Dann brauche ich nicht wieder hochlatschen. Ich hätte es auch jetzt gesammelt hier in meine Tasche schmeißen können, fällt mir gerade auf. Was? Ach, ich klicke hier gerade alles einzeln drüber. Und warum? Weil ich muss einmal kurz unseren Smart draußen hinstellen. Smart. Smart. Ich fahre clever. Ich habe gerade gesammelt beim Reden. Na, no, du bist so eklig. Aber meinen Bogen lasse ich mal hier kurz. Das war ja keine Absicht. Den brauche ich nicht, den Bogen. Gerade. Ich habe ja meine Knarre. Deine Puff-Puff. Ja. Oh. Mir schläft gerade die rechte Popobacke ein bisschen ins Bein. Alter, aua. Ekelhaft. Ja, das fühlt sich auch ganz komisch an. Das glaube ich. Das Bein ist echt widerlich. Kribbelt also, so komisch. Also, das Bein nicht, sondern wenn es da rein kribbelt, ne? Mhm. Versteht sich ja von selbst. Ah. Also, ich wäre soweit. Ja, ich... Gleich kommt bestimmt eine Schreierin und dann war's das wieder hier. Boah, das wäre so geil, oder? Hier ist noch eine Mod drin, ne? Ich schmeiß mal das, was wir sowieso alles doppelt und dreifach haben. Du hast doch die Kiste da fertig, oder nicht? Ist aber noch Platz drin, ne? Oh, deine Drohne. Ich denke jedes Mal, da kommt irgendwas. Wir müssen ja dran denken, wir brauchen ja eigentlich alles doppelt. Wir müssen das mal ordentlich sortieren. Man erkennt ja ja nichts. Keine Übersicht. Huch. Nimm meine Einladung an, dann schieße ich den Kopf. Mach doch.
Keine Eier. Keine. Okay. Au! Mein Auge! Ja, du bist verwundet, weil du noch nicht befreundet bist mit mir. Das tut weh, wenn du mir ins Auge schießt. Mhm. Ich hab deine Freundschaftsanfrage angenommen, Jasmin. Mach nie wieder keine Eier, ey. Ich wusste ja nicht, dass du divers bist. Du hast ja doch Eier. Mhm. Massige Kochonis. Achso, oh, ja. Erstmal dagegen, ey. Ja, ich muss einmal kurz hier umstellen. Wir nehmen die Abkürzung über den See. Aha. Bei meinem Glück, weil hier ist ein Dachsbau. Was hast du? Bei meinem Glück, bei deinem Talent, fährst du wirklich ins Wasser. Ach komm, hör doch auf, Jasmin, bitte. Naja. Ja. Walter Röhr höchstpersönlich hat mich ausgebildet, beim Autofahren. Wer ist Walter Röhr? Ja. Wer ist das? Kennst du nicht die Rallye-Legende? Nö. Ich guck kein Rallye, noch nie geguckt. Echt nicht? Nein. Ich gucke jedes Spiel. Seit wann das denn? Hab ich noch nie geguckt. Oh, warum hilft mir mein Bein ein? Ich guck jedes Spiel. Echt? Das ist übrigens ein Rennen. Ich weiß, sagt ja auch die Rallye schon. Was ist das da überhaupt? Halt mal kurz an, ist das auch Kohle da? So ein Kohlisch? Aber zurück? Oder ist das Stein? Das Stein. Ja? Der hier, der kleine? Weil das so glänzt. Nein, der große da. Warte mal kurz. Ach, hau ab. Willst du ihn erschießen? Willst du ihn überfallen? Du gehst dahin, als hättest du mit der Waffe. Das ist Eisen. Ja und? Na gut. Wir immer gebrauchen, ne? Ja. Irgendwann brauchen wir es bestimmt mal. Aber schon keine Ausdauer, ey. Sieht aus wie Kohle, aber ist es nicht. Na, das ist ein Stein, Jasmin. Ja, ist okay. Das ist ein heiliger Stein. Aha. Der kommt von den Osterinseln. Früher war da ein Gesicht drinne. Weiter geht die Fahrt, aber da hinten liegt auch noch mal Eisen, naja. Wo? Ja, zweimal. Vorbei. Nee, das meinte ich eigentlich nicht, aber... Ich hoffe, mein Auto fällt nicht seitlich ins Loch rein. Zumal die Taschen vom Auto sind voll. Ich mach denn morgen Kokos zum Schokokuchen, ne? Oh, geil. Muss ich nur einmal schnell Eier und Butter holen. Ja. Da habe ich eigentlich schon wieder keine Ausdauer, ey. Kannst du mal warten, Boy? Ey, Schnecke, willst mitfahren? Ich hab die geilsten Almasprüche. Vergiss hier immer die Vogelnester, ey. Und du wunderst dich, warum du keine Federn hast. Nö. Ach, nö. Hier sind überall Vogelnester. Wollen wir die auf dem Rückweg mitnehmen? Alter, der fährt mich so krank hier, ey. Ist dir etwa übel geworden? Wirst du seekrank? Mir übel, ey. Mensch, Matrose. Hier, nimm was aus dem Auto mit. Ja. Wie meint das nochmal? In dem Sack, ne? Nee. Hey, ich kann da nicht rein, wenn du da drin bist. Ja, ich bin gleich soweit. Was ist das denn? Ärger. Ah, okay. Alles gut, das ist nur ein Fan. Hey, lass sie, das ist ein Fan.
Dein Ding sagt aber sehr, sehr spät Bescheid. Jasmin, das willst du alles verkaufen, die Klamotten? Eine Stunde vor der Hütte, ja. Das war alles, ja, ja. Das war alles abgesprochen mit Trader Joe. Was ist, wenn er das nicht will? Das ist mir doch egal, ich brauchte nur eine Location, hat das Management gesagt. Klingt so dumm. You did it. Great job, trafficking with gas. War ich zuerst? Pass auf, das wollen wir. Ach so, hier. Ja, oh Gott. Ja. Ah, verdammt! Und ich habe erst noch mit dem gequatscht und habe mich gewundert, hä, was ist das jetzt für ein Symbol? Ich krieg nur Cheton, also. Meinst du, er schmeißt mich irgendwann raus, wenn ich hier oft genug gegenschlage? Kann man tauschen hier? Hier steht bei mir nur verkaufen. Kommen diese komischen Viecher schon Hallo? Wieder? Hallo? Hä? Ich kann nur verkaufen. Ja, ja, die Sachen verkaufen. Okay. Ich kann nichts mitnehmen. Du lenkst ihn ab, ne? Okay. Wer lenkt wen ab? Du lenkst Trader Joe ab, ne? Ja. Warum? Ich mache hier Tauschgeschäfte. Also, den Footballhelm will er nicht und die eine Weste hier nicht. Hm. Das ist ja frech. Kann man das nicht irgendwie tauschen? Oh. Ich weiß nicht, was das mit meinem Bein hier gerade ist. Ja, ich mache hier gerade Tauschgeschäfte. Ich nehme Sachen bei ihm raus und lege dafür tolle Taschenlampen hin. Die wollte er schon immer haben. Was ist denn das? Wieso komme ich denn immer hier rein? Wie kann man denn tauschen? Ey, es ist hier überall so eine blöde Taschenlampe drin. Ja, ich bin ja sowas von... Doof. Aber ich habe das jetzt da reingelegt. Taschenlampe will er nicht. Den Knüppel nimmt er auch... Oh, kein Verkaufspreis. Hm... Nee, die Stromzufuhr, das schaffe ich nicht. Das habe ich ja letztes Mal schon nicht geschafft. Oder immer noch nicht. I've got just the task for you. I can't thank you enough. Achso, ich habe übrigens einmal Antibiotika hier, diese blauen, ne? Bekommen. Oh, geil. Ist auch kein Verkaufspreis. Oh Gott, was habe ich denn hier rausgesucht? Nur Kacke, wie immer. Der will keine Taschenlampen mehr haben. Ja. Toll. Gott, davon habe ich noch so viele hier. Hm. 2, 3, 4, 5. 9 Stück haben wir noch. Boah. Thanks for shopping here. Come again. Achso, warte mal, was hast du denn eigentlich anzubieten hier? Doch, das war richtig. Schisspulver, Panzerbrechende 762er Munition, Wrackrakete, Aufschlagzünder. Ah, ich hätte mal mein Geld mitnehmen sollen. Robotikteile, willst du auch eine Drohne? Ich? Nee. Bringt ja nichts. Achso, das ist jetzt der Quatsch, den wir ihm verkauft haben. Weil wenn die Bescheid sagt, habe ich schon längst den Zombie gekillt. Aber wir haben leider... Ich kann hier Wrackrakete kaufen, aber keinen Raketenwerfer, ne? Was hat denn der hier noch an geilen... Ja, mach hin, ich will auch noch mal gucken. Rüstung, Kleidung, Wissenschaft...
Oh, Schnapper. Hier ein selbstgebauter Stab für 197. Na gut. So. Willst du es ja scheinbar eh nicht haben, ne? Mach mal denn hier. Blinkfalle könnt ihr kaufen. Ja, nimm mit, nimm mit. Nö. Denn eben nicht. Ja, wieso schläft denn jetzt mein Bein ein? Kann mir das mal einer sagen? Eine schlechte Blutzirkulation wird der Grund dafür sein. Das, ey, ich weiß nicht, ob da irgendwas eingeklemmt ist in meinem Hintern gerade. Oh, ich höre einen. Die Katze. Da verhört. Ja? Die Katze ist in deinem Hintern eingeklemmt. Wir haben so gelacht. Das gehört. Oh, sorry. Fährst du jetzt einfach weg? Was ist denn das für ein Arsch? Du fährst wirklich weg? Ja. Bin jetzt im Brandgebiet. Bin Jappel, ey. Danke, du bist sehr nett. Ja, das kommt davon, wenn du so mit mir umgehst, Jasmin. Wie ist denn das Bier bei Gesundheit? Das gesund? Bei Bier machst du auf jeden Fall mehr Schaden, glaube ich, war das? Hä? Aber das ist bei dem Verbandskasten drin. Ne? Aber es steht ja eigentlich rechts, ne? Ja, oder? Ja. Du kannst dir da das Buch angucken. Ausdauerwiederherstellung. Ah ja, genau, so war das. Regeneration der Ausdauer. Oha, das wusste ich gar nicht. Stamina. Was? Stamina. Hab ich alle schon die ganzen Bücher. Also, was Dolles ist jetzt hier nix. Großvaters Vergisselixier. Jo, so viel Geld habe ich gar nicht. Rotzünde, Bauplan, Aufschlagzünde. Oh, so viel Geld habe ich. Scheiße. Hätte ich mal das andere mitgenommen. Mist, mein natürlich. Shitty McTitty. Mist. Ich hätte meine Dings mitnehmen sollen. Ja. Hier. Mehr Geld. Wieso? Hier gibt's Bauplan für Patronengurt-Mod und Bauplan Aufschlagzünder. Aber Patronengurt haben wir doch. Na und? Durch Lesen des Bauplans kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird. Hier, dieses... Kleinen Moment. Granate. Hier ist gerade Holger, die alte Bananenwurst. Oh, yeah. Hey, Holger! Altes Bananenbrot, du! Bananenwurst. Lang nicht mehr sehen. Oh, der genießt das schöne Wetter. Ist auch ein himmlischer Tag. Ja. Bitte, ey. Weißt du, was cool wäre? Nee. Wenn der Charakter zu lange in die Sonne gucken würde und blind werden würde. Ah, oh, bist du blöd, ey. So gerötete Augen oder so. Ja, die Sonne ist auch ein interessanter Planet. Da fliege ich irgendwann mal hin. Aber nachts, tagsüber ist viel zu heiß. Mein Körper. Ja, nee, so. Ja. Jasmin.
Dolle ist halt jetzt hier nicht gerade so. Boah, das ist ja wie wenn man mit dir im Teddy einkaufen geht, du. Mhm. 8 Stunden für eine Deko-Vase, ja? Bei Ladeneröffnung die ersten drinne und die letzten, die rausgehen. Gar nicht. ja, es ist halt so schwer, mich hier zu entscheiden. Nehme ich die linken oder die rechten Batterien? Ist derselbe Hersteller, aber welche sind besser? Welche sehen besser aus? Genau. Was ist, wenn eine Batterie davon schon 1% Akku verloren hat? Ja. Naja, gut, was soll's? Muss, ja, ich habe meine Aufgabe hier angenommen, 1 Kilometer. Ach, ich habe gar keine neue Aufgabe angenommen. Jasmin. Oh Gott, Patrick, hast du hier die Tür? Ja, du warst da so lange drinne, ja? Ist die Tür schon zugegangen? Dass ich ganz vergessen habe, weswegen wir da waren. Oh, bist du jetzt eingesperrt? War eingesperrt, ja. Ach Mensch, ich kann hier gar nichts kaputt machen, war ja, stimmt ja. Hallo. Guten Tag, gnädige Frau. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da. Warte, ich hole mir auch noch schnell eine Mission. Ja, ja. Mission. In welche Richtung musst du denn? Hier rüber über den Berg. Beim Ausgang rüber gleich. Geradezu. Geradezu, das heißt Richtung... 1,1 Kilometer. Richtung Osten. Ja, Richtung Osten hat er für mich nichts. Denn machen wir hier Nordwest oder Richtung West? Richtung Norden? I have a task for you. Okay, maybe not many things. Ja, Moment, ich hab's abgelehnt. Ja, gib her den Rotzsau. Wir rocken das Ding, oder Jasmin? Ja, wir rocken das. Wir rocken das. Bist du schon losgelaufen? Ich bin nur hochgegangen. Wie weit ist das? 1,1. 1,1. Dafür, dass wir eigentlich ja... oh, kacke, ich kann hier mit dem Auto nicht fahren, Jasmin. Das ist nicht Gelände geeignet. Steig doch ein. Nö, vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Eigentlich wollten wir uns auf den Blutmond weiter vorbereiten, der ja heute Abend steht. Machen wir doch. Die Munition läuft. Ja, du Arsch. Oh, oh. Incoming enemies, prepare for conflict. Wo denn? Hä? Ich sehe hier gar keinen. Jasmin, das ist ein führendes Lebewesen. Jetzt nicht mehr. Was hast du getan? Hier ist noch irgendwo einer. Aber wo? Ach, da. Ja, kommt von hinten. Das ist bestimmt ihr Sohn. Jetzt sind sie wieder vereint. Oh, wie schön, voll romantisch. Was genau war deine Aufgabe? Vernichten. Das ist noch eine Ecke von hier, ne? 800 Meter. Ja. Matzaka! Kommt jetzt einer zu mir? Nee, ne? Oh, da ist ein Elch. Ein Elch? Ja. Mach Platz. Ich bin dabei. Oh, Honig. Oh, Honig. Ich treff, wo bist du denn? Ich treffe ihn nicht. Oh, wo bist du denn? Hab ihn. Er ist tot. One shot. Ja? Ja? Echt jetzt? Oh, Jasmin. Echt jetzt? Ja. Mit Pfeil und Bogen. Ich hab Honig gefunden. Schnitzel. Honey. Was denn? Halt gefunden.
Achso, ich dachte, ich bin Honey. Nee. Oh, wieso? Nee. Hä? Du noch nicht. Ekelhaft, um Gottes Willen. Widerlich. Du hast einen weg, Puller. Alter. Stehe ich gar nicht drauf. Ah, oh, ekelhaft. Ich hab deinen Vorfahren gefunden. Oh. Hupsa. Hast du gerade auf mich geschossen? Aus Versehen. Nein, nicht auf dich. Ich bin hochgelaufen. Aha. Mein Hintern sagt aber was anderes. Und ich war gestern nicht bei Martin. Kein Problem. Oh. Muss mal ein bisschen Zielwasser trinken, Jasmin. My senses have picked up something. Ja, du bist ja lustig. Juhu! Munition, Munition! Ja, stimmt. Zwei Steinpfeile habe ich gefunden. Ha. Hat er glatt bei sich gehabt. Hier, wir müssen mal mit dem Auto weiter, ey. Wieso? Mann! Zickzack laufen, zickzack laufen. Wenn du ein klackendes Geräusch hörst, zickzack laufen. Ah, Jasmin, wir haben keine Zeit für so Blödsinn. Jasmin, hinter dann dir. Ich glaube nicht meine Sachen. Hm. Ja, ich faxen dicke hier matt gehören. So, ich muss nach da weiter. Nach links? Ja, da wo der Dicke jetzt ist. Das ist rechts. Hier. Aber okay. Aua! Musste nachladen, ey. Hast du gesehen, wie der geübt ist? Als wenn er so einen Rückenklatscher auf dem Sprungbrett gemacht hat im Freibad. Wieso bin ich denn überladen? Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich so langsam bin. Warum bist du überladen? Ja, ich habe Gammelfleisch, einen Grill, 11 Taschenlampen oder so. Schmeiß nicht wieder das Falsche weg, ja? Ich würde nie im Leben die 11 Taschenlampen wegwerfen. Ach Mensch, ich hab doch Peter dabei. Ach mein Gott. Hier, Peter, nimm mal zumindest die Taschenlampen. Und den Grill. Und das. Und dieses, jenes und welches. Gut. Oh, hier kommen wieder ein paar Leutis. Oh. Oh, hier hinten sind wir noch nie gewesen, ne? Hier ist auch ein Schrottplatz. Ey, das ist der, oder nicht? Das ist nicht der bei uns. Ist hier deine Mission? Nee, noch 400 Meter. In welche Richtung? Hier, wo ich langlaufe. Oh, hier eine Kiste. Oh, geil. Das ist nice. Was ist das denn? Ach. Naja, war jetzt nicht so prall, ne? Geil. Also? Ich mag nicht so prall. Mhm. Oh, 300 Meter. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Viecher werden immer mehr. Welche Viecher? Welche, diese kleinen komischen Furzfliegen, seitdem diese Gewächshäuser hier drin standen. Ich werde die nicht mehr los. Furzfliegen. Ich werde die nicht mehr los. Diese Furzfliegen. Die Furzfliegen da. Und dann schwimmen die in meinen Trinken drin manchmal.
Doch weniger sind es auf jeden Fall schon geworden. Ja, aber ich habe immer ein oder zwei Stück hier. Immer. Ich habe das Gefühl, sobald ich eine erschossen habe, kommen drei nach. Kann sein. Oh, ich habe vergessen. Da Alter. Muss ich lang. Das stört mich ja nicht, solange die an der Lampe rumflattern, aber sobald die mir im Gesicht rumwedeln, ist vorbei. Bei mir darf nur eine Sache im Gesicht rumwedeln. Abin. Emmy, wenn sie sich freut und mich abschlabbern will. Emmy ist ein Mädchen. Also ein Hund. Ein Mädchen. Alter. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass mir hier kein Rüde sein Huhu in das Gesicht reibt. Huhu. Oh, heute ist schon wieder so ein weirder Tag, ey. Ja, du bist ja richtig doof heute wieder. Das steckt an mit dir, das steckt an. Hier, wir sind voll in der Siedlung hier, oder? Wah. Oh, wah. Oh, wah. Nee, da muss ich noch nicht hin. Oh, ich gehe doch wieder drauf, ich schwör's dir. Ich habe diese Siedlung noch nie in meinem Leben zuvor gesehen. Master, Mann, Peter! Hey, natürlich, hier waren wir doch schon mal. Oder? Waren wir hier nicht schon mal? Wo bist du denn? Warte, wenn ich einmal zur Hauptstraße... Ist das die... Nein. Da hinten ist die Brücke. Nein. Doch. Das Baumhaus hier, das wäre mir doch aufgefallen. Hier waren wir schon mal. Da hinten geht es zum Ding, zum Schneegebiet. Oder ist das die andere Seite vom Schneegebiet? Doch, hier waren wir schon mal. Ja. Nee, tatsächlich. Hier waren wir schon mal. Guck mal, wie so ein kleines Kind. Meinst du, ich komme da rüber? Yay! Bist du der? Hier muss ich hin. Okay. Ich hab dich nach Hause gebracht. Viel Spaß. Los, komm her jetzt. Wieder. Nein. Komm her, Patrick. Dich. Auf geht's. Ich bin direkt hinter dir. Weit, dauert aber weit lange. Hinter dir. Jetzt bin ich schon zwei überladen. Ah, der Angel kommt schon voll. Sehr schön. Ist ja wie eine Kneipe. My senses have picked up something. Jo. Okay, hier kommt gleich links was aus der Tür. Ich hab hier das Auto. Ich hab. Er ist hingefallen. Erinnert mich so ein bisschen an der Typ aus Hangover. Oh. Weißt du, wenn er so aus dem Auto fällt? Ich muss gestehen, ich habe gar nicht mehr viele Pfeile. Ich habe gar keine mitgenommen. Habe ich Steine in der Tasche? Ja. Och, das ist ja auch gar kein Problem hier. Steinfallmunition. Mädchen. Ja, 44. Jetzt gehe ich aber ab wie Rambo hier, ja. Wartet nicht einmal auf mich. Ja, rein theoretisch müssen wir draußen das Auto hinstellen, damit wir im Nachgang hier noch ein bisschen looten können. Das habe ich vergessen. Ah, nein, nein, nein. Oh Gott. Ach nee, die ist ja schon tot. Wo bist du denn? Im Keller. Warum machst du eigentlich die Oberschränke nicht? Ich bin runtergefallen. Incoming enemies, prepare for conflict. Der ist schon tot.
Ich weiß nicht, wo du bist. Im Keller. Ach, da. Hallo. Ich wollte gerade dich abknallen. Warum ich? Wir sind Verbündete. Zeig dir gleich mal was. Oh, komm mal her. Warte. Ich muss noch ganz kurz hier einmal. So. Ja. Hol mal einen Zombie her. Ein Zombie? Ja, ich will das. Du hast den Nagelschussapparat. Ja. Damit können wir Sachen aufwerten. Das geht mega schnell. Ich will den einmal in den Kopf schießen damit. Ja, ist doch kein Problem. Ich mach Krach. Ich hab schon einen. Aber damit geht das nicht so gut. Habt ihr was? Jo, was hast du? Ich hab dir ein paar Zombies besorgt. Kümmer dich bitte drum. Kommst du klar? Ich hab mich hier eingesperrt. Ich hoffe, das ist nicht kein Problem für was? Dich. Was? Was bist denn du für ein Feigling, ey? Ich hoffe, das steht jetzt nicht zwischen uns. Aua, wo kam das denn her? Das war jetzt aber nicht dein Ernst, dass du dich versteckt hast. Master, we are not alone. Was für eine Ratte, ey. Au! Ja, kannst du alleine klären. Ja, aber ich sehe nichts. Mach die Augen auf. Was ist mit ihr denn nicht richtig? Alter, Das war's denn zu. Die geht ja ab. Die hat hier immer durch die Wand. Vorsicht, die hängt da fest. Vorsicht, die macht. Ja, die hängt da irgendwie fest, die macht dich fertig. Ja, die hat mich durch die Wand geschlagen die ganze Zeit. Okay, ich würde sagen, du machst die, ich mach eine andere. Ich krieg die nicht. Ah, jetzt, du Miststück. Jetzt habe ich dich. Ich glaube, die können wir nicht. Die, die sieht aus, okay. Als wäre die eben befallen gewesen. Also wie so ein. Oh Gott, ich bin verwirrt. Ja, Jasmin. Alter, wir hören dir zu. Für eine kranke Kacke, ey. Was ein kranker Scheiß hier. Ich geh mal auf den Dachboden. Ja, stimmt, da war ja was. Welchen Dachboden? Den mit Josephine und. Ah! Wo denn? Das Blütchen. Das Blut kommt von oben runter. Ja, wie kommt man denn da hoch? Josephine hat ihre Tage. Ja, wie kommt man denn da hoch? Ja. Ich hol dich ab. Da, wo Peter ist. Peter. Wo ist der? Ja, hier seid. Da, mhm. Ja, jetzt im Wandschrank. Mhm. Und jetzt rechts. Ich weiß auch nicht, ich schon wieder im Weg. Bleib doch geschmeidig. Loot. Das beruhigt mich. Da ist eine Kiste, hast du gesehen? Ja, ich kann hier nicht alles mitnehmen. Wir müssten mal gucken, was du noch nehmen kannst. Ich kann auch nicht mehr mitnehmen. Ich bin 5 überladen. Ja, den Reifen kann ich nicht mehr mitnehmen. Was? Reifen? Gib her. Ja, hier. Drinne. Ich finde schon eine Möglichkeit. Kiste. Hier ist auch noch was drin. Ja, das konnte ich eben noch nicht mitnehmen. Oh, hier Dietriche. Musst du mitnehmen. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ja, ich bin. Oder du auch nicht, ne? Nee, eigentlich nicht, aber. Ja? Das kann ich eh nicht verscherbeln. Ja, und dann kriegst du wieder richtig schön Kritik, ey. Sag mal. Das freut dich, ne? Master, we are not alone. Wenn ihr die Idioten da fertig macht. Ja. Scheiß Spacken. Ja, wo denn? Scheiß Spacken ist das. Hast du jetzt die Dietriche mitgenommen? Ja. Nix macht ja richtig, da sind nur 5 Mehl drin für deinen Schussapparat. Wieso komme ich hier nicht weiter? Ja, das bringt mir ja nichts, wenn ich immer noch nichts nehmen kann. Ich bin voll beladen. Wo bist du jetzt? Warst du hier schon? Hä, nee. Wo bist du? Da war ich schon. Nee. Doch.
Dann hast du den geheimen Gang nicht gesehen? Hier ist ein Kochtopf. Kann ich nicht mitnehmen. Ah, ja, auch nicht mehr, ey. Müsste eigentlich das Auto draußen hinstellen. Ja. Belasse Kaffee. Was denn? Wo denn? Jo, genau jetzt muss ich laden, oder was? Yeah. Ey, liegt das hier an dem Raum, dass die dich kannst, so schnell tot gehen? Kannst du runterkommen? Da, wo ich eben hingegangen bin? Ja, weiß ich doch nicht, wo du hingegangen bist. Hier ist... Raus, oder was? Nee. Du bist ja wieder auf dem Dachboden, oder wo? Nein, jetzt bin ich in der Mitte. Oben? Wir müssen gleich mal nach Hause. Wir haben Blutmond noch. Ja, jetzt komm aber schnell her. Mann, wo bist du denn? Ich frag die ganze Zeit. Oben im Treppenhaus. Ja. Mitkommen. Ich stehe die ganze Zeit. Ja, du warst gar nicht da. Ich stehe schon eine halbe Stunde und warte. Ich hab den doch eben abgeknallt, da den Typ. Ich war im Guck Badezimmer. Guck mal, was du davon mitnehmen kannst. Gar nichts. Scheiße. Warte mal. Was hast denn du noch? Hast du Eisen? Ja. Ich hab Eisen. Hast du Pflastersteine? Ja. Hast du Benzin? Nee. Du fährst Auto und hast kein Benzin mit? Nee, du hast doch welches. Das habe ich gesammelt eben. Hast du Zement? Nee, hast du Kleber? Nee, hast du einen Lappen? Nö. Federn? Ja. Das reicht doch schon, kannst du alles mitnehmen, oder? Nee, einen noch. Nitrat? Öl? Hab ich nicht. Nee, habe ich auch nicht. Nitrat. Blei? Nein. Oder? Bleitrophäe. Achso, Lappen. Lappen kannst du mir doch geben. Ja, du Lappen, ey. Hier, bitte. Für dich. Ja, merci. Das ist Spanisch und heißt so viel wie gern geschehen. Ist kein Spanisch. So, jetzt müssen wir aber zurück, weil das wird sonst dunkel. Ja, und ich möchte ungern. Wir müssen ja zu Hause ankommen, bevor der Blutmond startet. Ja, ich möchte ungern hier im Blutmond hier draußen sein. Warum? Auto her, los, zack, zack. Warte, ich muss erstmal was essen, ja? Ohne Mampf kein Auto fahren, ne? So. Falsche Richtung. Oh Gott. Hilfe. Ey, so kommen wir nicht rechtzeitig an, ey, glaub mal. Wo müssen wir denn hin? Nach Hause. Nächste rechts, okay. Du bist ein gutes Navi. Es freut mich, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Na, tschüss. Wieso zieht mein Auto nach rechts rüber? Hat der einer eine Waffe? Ich bin zu fett. Ich glaube auch. Vielleicht bin ich zu beladen. Du musst dringend abnehmen, Jasmin. Das geht gar nicht. Ich sehe das ganz genau. Das, vorne rechts das Federbein, das hängt voll durch. Ja, die Wäsche von alleine muss er abnehmen, ne? Ja, natürlich. Ist Frauenarbeit. I've got was? A bad feeling about this. Nee, ich meine, aufgrund deines muskelbepackten Körpers, ne, hast du logischerweise auch mehr Gewicht als ich und deswegen zieh das Auto rüber. Schön wär's, ey. Ach, jetzt geht's. Ich hab gepupst, Luft entlassen. Ah, da lag der Hund begraben. Ja, öfter mal. Ich hoffe, wir kommen noch nach Hause. Und müssen nicht noch zwischendurch tanken. Nein, ich meine im Ganzen. War gut zu wissen, dass du nie Benzin mitnimmst, wenn du Auto fährst. Ja, normalerweise tanke ich immer voll. Aber jetzt fange ich schon an wie im echten Leben, immer so auf Reserve. Ab 5 Meter komme ich noch. Tankstelle ist 1 Kilometer entfernt, das reicht. Boah. Oh. Aber kommen wir noch, wir kommen noch. Hm? 44. Ich würde aber gerne noch nach Hause fahren und die nächste Folge müsste definitiv den Blutmond mit beinhalten.
So oder so. Mehr Chips. Ist leer die Packung. Hoffentlich war die schon leer. Ah, sieht so aus. Ich muss mir morgen nochmal Dings holen. Ah ja, genau. Das mag ich auch voll gerne. Ach Mann, hier. ich. Zur Zeit kann ich nicht reden, ey. Na, Gummibären. Ah, Helf hab ich. Du erinnerst mich an jemanden. An wen denn? Ahahaha. Ja, das färbt ab. Ich fand das so cool mit den 20 Versprechern in 60 Sekunden. Das. Also ich finde, die hätte tatsächlich, ich glaube, als Stand-Up-Comedian hätte die richtig was drauf. Mm-mm. Doch, ich glaube schon. Mm-mm. Die müsste einfach nur reden, aber so als Stand-Up-Comedian, ich meine, politisch Katastrophe, ne? Aber ich möchte nicht, dass sie redet. Also Bundestag, wenn die eine Rede hält, da würde ich nicht, das würde ich mir nicht antun. Das macht mich aggressiv, wenn die anfängt zu aber reden. Wenn die auf der Bühne stehen würde und würde da einen nach dem nächsten reißen, so. Allein schon, wenn die Luft holt, könnt. Oh. Naja, wie dem auch sei, ne? Du hast damit angefangen. Ja, Peter, geh doch mal da weg. Mann, Peter, du bist genauso kacke wie Jasmin. Jetzt geh doch mal weg da. Der ist. Sei mal nicht so persönlich hier. Ja, aber der hat sich auch genau im Türrahmen gestellt. Idiot. Du bist ein Idiot. Ja, bin ich auch. Aber ich kann damit umgehen. Aber ich muss erstmal meine Sachen hier alle wegpacken, schnell. Okay, weg da, Mann. Oh Gott, Jasmin. So, was? Fällt mir nichts mehr zu ein. Nee, bei dir auch nicht. Was habe ich denn jetzt überhaupt noch hier? Eine Dash. Nix. Hier in deinem Kopf. Alles leer. Ja. Das kann weg. Was kann man eigentlich mit dem Papier machen? Schreiben? Schrotflintenmunition. War hier nicht eben noch. Oh nein, es gibt schon im Winter. Oh, der Blutmond kündigt sich an, Jasmin. Ich will nicht. Es geht bald los. Ja, ich muss hier erstmal alles schnell wegsortieren, ja, ey. Ich beeil mich auch schon. Ach nee, das kommt da nicht. Mensch, jetzt wäre ich nervös, ey. So. Durstlöscher. Ja, du mir auch. Eine Gemüsesuppe. Und. So. Oh. Ich würde sagen, wir machen hier einen richtig geilen Cut und in der nächsten Folge sind wir im Blutmond, ja? Hm. Ei? Bin mal gespannt, ob uns das zu Verhängnis. Oh scheiße, ich wollte hier eigentlich noch zubauen. Ja, toll, Patrick. Was? Wegen dir kommen die alle rein, oder was? Nein, 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 nein. Hey, nee, wegen dir nie, ne? Mal kurz ein bisschen Holz. Komm mal her, hier mal so ein. Ich das schon höre, ey. So ein Hobel. So, wir brauchen einmal Rahmen. Wolltest du nicht einen Cut machen? Ja, ja, ja. Ich will nur kurz die Rahmenformen platzieren. Das noch weg. So. Das noch. Kobi Schappe. Oh, Jesus. So, warte mal. Oh, ich will noch Munition machen. Das geht so nicht. Bisschen. Das, was ich noch über habe hier. Müssen wir das erstmal so machen. Wichtig ist ja, dass die denken, dass hier zu ist, Kacke. Oh, Kacke. Was? Was? Hier ist alles cool. Okay, ich hab's geschafft, Jasmin. Hoffe ich. Gut, Patronen haben wir keine mehr. Oh ja, wir müssen uns gleich ausstatten. So, ich würde mich auf jeden Fall schon mal für heute verabschieden. Morgen ist Blutmond und seid wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.